Hallo zusammen, hier ist Marcutti. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und heute mache ich wieder meine traditionelle Pizza in meinem kleinen Raum hier. Und heute mache ich etwas ganz Spezielles und zwar ein Mangiatutto aus einem Pizzateig. Und zwar hier, das ist der gewöhnliche Pizzateig, den habe ich gestern Abend gemacht mit 4 Gramm Hefe auf einem Kilo und hier haben wir den Mangiatutto mit etwa 380 Gramm. Und aus diesem Teig mache ich jetzt einen ganz feinen Mangiatutto und das seht ihr nachher auf dem Video. Also ich nehme mal den Mangiatutto ganz vorsichtig raus. So. Und stelle ihn auf die Semola. Semola, das ist der Teig hier. Das Mehl, sorry. Mit diesem Mehl kann man den Pizzateig sensationell ziehen und das würde ich euch empfehlen, das kriegt ihr in Italien oder im Internet. Also das ist wie ein Grießmehl, ziemlich fein. Okay, den Mangiatutto nicht betatschen, wirklich so lassen. Dann kurz hier die Schaufel kurz mit Mehl einreiben und dann den Mangiatutto so draufstellen und jetzt in den Ofen. So, dann schließen wir und jetzt geht er langsam auf. Und das ist der Mangiatutto jetzt im Ofen. Er bläst sich langsam auf, seht ihr? Er wird immer größer, größer, größer und dann nehme ich ihn raus. Und wenn er ein bisschen abgekühlt ist, nehme ich die Schere, schneide oben den Deckel ab, nehme das innen, das Brot innen ein bisschen weg und ihr könnt dann den Salat innen, ein gemischter Salat, hineintun und würzen, was ihr möchtet, mit Olivenöl, Balsamico und so weiter. Und dann habt ihr, schaut mal hier, wie es aussieht, und dann habt ihr wirklich ein ganz knuspriges Brot und innen mit Salat gefüllt. Das ist ein Mangiatutto von mir. Okay, jetzt warten wir ein bisschen und dann nehmen wir ihn raus. Ja, das sieht gut aus, he? Richtig, richtig fein sieht das aus. So, das Mangiatutto war jetzt circa 3-4 Minuten im Ofen. Jetzt nehme ich ihn raus. Wow, das sieht ja wirklich super aus. So, ist jetzt sehr heiß, der Mangiatutto. Und jetzt gehen wir nach oben und schneiden hier den Deckel auf. Nun, so sieht der Mangiatutto jetzt aus. Er hat ein bisschen abgekühlt. Und jetzt kann man ihn mit einer Schere aufschneiden. Und zwar hier. So, schön rund. So. Sieht ein bisschen noch heiß, aber das geht gut. So. Und jetzt habt ihr hier den Deckel, könnt ihr abheben, kommt wieder drauf, wenn ihr möchtet. Und hier der ganze Innenteil könnt ihr noch so rausnehmen mit einer Gabel, so ein bisschen noch heiß. Und den ganzen, das ganze Teil danach mit ein feiner Salat, ein Mischsalat füllen und dann mit Olio, Balsamico und so weiter das anrichten. So. Teig rausnehmen. So, das Brot schön aushöhlen. Wunderbar. Super. So, so sieht das Mangiatutto aus. Schön gefüllt. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie stellen. Und ich freue mich auf euer Like. Danke vielmals. Euer Marcutti. Ciao.